Ja, hallo liebe Freunde, ich spiele 7 Days to Die. Willkommen im Mod Starvation. Release Tag 55. Ja, und zwar aus dem Grund, weil ich, ja, wie soll ich sagen, ich habe einfach eine Aufnahme nicht aufgenommen. Hab vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken, das kann passieren, muss aber nicht und ist natürlich immer schade, wenn mir das passiert. Weihnachten ist vorbei. Ich habe zu Weihnachten vom Christkind und meiner Schwester und meinem Bruder und allen anderen ein neues Headset gekriegt. Und ich trage das jetzt gerade erste Mal. Also ich nehme damit gerade erst das zweite Mal eigentlich auf, aber die erste war ja keine Aufnahme. Ja, und ich würde gerne wissen, ob sich das jetzt besser anhört, ob ich übersteuere, ob das zu laut ist, zu leise ist oder sonst was. Ich zeige dann mal eben, was ich gemacht habe, während die Aufnahme nicht gelaufen hat. Ich habe die Strecke hier erweitert. Und habe hier auch noch etwas erweitert. Insgesamt so 3500 Blöcke. Und ja, wie soll ich sagen? War anstrengend genug auf jeden Fall. Ja, solange das hier noch an ist und da steht nicht die Zeit bei, die das an ist, habe ich 20% weniger Geschwindigkeit und verliere alle paar Stunden einen Wellnesspunkt. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich lieber gestorben. Ich glaube, ich habe schon 10 oder 15 Wellnesspunkte verloren. Reparieren jetzt eben noch die Basis, soweit wie geht, und dann wollen wir mal weiter gucken. Wir waren auch in der Brennkammer drin, von dem Generator, den ich am Laufen haben wollte. Ja, und natürlich, wo der Zombie dann zuletzt drin stand, der Dicke, und alles kaputt geschlagen hat. Und ich gehe davon aus mittlerweile, dass nur die erste Befüllung Strom gibt ohne Ende, also 2 Tage ungefähr für 2 Pillen. Und dann anschließend nur noch umgewandelt wird in das Grundgerät, in Plutonium oder wie das heißt, damit man hier Atombömmchen herstellen kann. Also die Pille, die beiden Pillen, die ich da reingesteckt habe, die waren total weg. Und nur noch ein so ein Plutonium-Dingen war übrig.
Ich habe jetzt nochmal geguckt, hier für den Soldaten hier, für den Leihsoldaten gibt es keine Quest im Moment. Und es kann sein, dass die noch abgedatet wird. Ich weiß es nicht. Malibia Gaming sprach davon und der schreibt ja mit den Starvation-Machern in einer Tour. Und ja, ich weiß es nicht, ob das jetzt was wird oder nicht. Ich habe mir auf jeden Fall einen neuen Klopstock gebaut, hier einen Spike Club für den 400. Und wir müssen, wir brauchen unbedingt Brass. Hier ist kein mehr drin. Ich hatte gehofft, in die Mauser könnte ich dieses Extended Magazin einbauen, aber ging ja nicht. So, wir fahren ein bisschen rum, nach Autos gucken und nach Brass natürlich. Ich muss dran denken, dass ich den Schlafsack noch umlege. Also aus dem radioaktiven Bereich raus nach hier hin. Kein Brass hier, ey. Nur die neuen Hülsen. Das ist doch wieder was für ein Hintern. Ich glaube, dass die Funpimps gegen das Brassproblem noch nichts gemacht haben, das spricht doch schon Bände. Die ganze komplette Stadt ohne ein Brasshaus.
Scheißendreck! Es trifft doch das Ding endlich, ey! Ich hab Glück gehabt. Gibt's noch nicht. Ich hab 1000 Autos ungefähr gescrappt und da ist immer noch kein Brassteil mit bei. Unser erstes Teil heute, finde ich gut. Mein Gott, ey, was ist die flink? Das war ja so klar.
Ich bin zu langsam für so einen Scheiß. Boah, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie mir dieser Schnupfen hier auf den Sack geht. Ist unglaublich. Ich habe mich dazu entschlossen, die Autos hier auch jetzt wegzunehmen. Bleib doch mal stehen, Mädchen. Thank you.
jetzt haben wir den Platz hier frei. Das finde ich gut. Ja, immerhin fast 500 Stück finde ich gut. Guck mal nach, ob ich noch ein oder zwei Airdrops kriege. Denk mal, der andere Airdrop ist im Boden versunken, der jetzt hier war. Eigentlich will ich jetzt mal einen Fisherman haben. An irgendwas muss das doch liegen, dass ich beim Angeln kein Glück habe. Oh, guck mal, ein neuer Vendor. Ist gar kein Vendor, oder doch? Eigentlich will ich mich immer nur noch nach dem Fisherman umgucken, aber anscheinend gibt hier keinen. Unser erstes Krokodil, das schwimmt jetzt nicht mehr am Nil. Mal Seehunde. Schön. Da habe ich den Fischermann jetzt gesehen, oder? Der rannte da gerade rum. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage ciao, ciao und bye bye. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der Tagesaufnahme von Tag 56 wieder. Tschüssi.